wo er sich aus Am Anfang war er also eben ein schmächtiger Student, lang aufgeschossen, mager, vielleicht um anderthalb Köpfe größer als ich, was ja nicht viel bedeutet, da ich sehr klein bin, aber er war über Mittelmaß und blitzende graue Augen und schwarzen Schopf von dichten Haaren und äußerlich sehr gepflegt, sehr elegant. Gewisse Leute wollen ihn als Bohemien sehen, die haben ihn eben nie gekannt. Er war äußerlich mit betonter Unauffälligkeit sehr gewählt und elegant gekleidet. War er eine frohe Natur? Das ist zu viel gesagt. Er war nicht so depressiv, wie er heute gesehen wird. Aber frohe Natur kann man ihn nicht nennen. Er war, wenn man mit ihm allein war oder in einem kleinen Kreis, von einer bezaubernden Witzigkeit und Spritzigkeit. Aber in großer Gesellschaft verstummte er. Aber das unter vier Augen oder in unserem kleinen Kreis von vier Menschen, also 4 mal 2, muss ich sagen, unter 8 Augen, war er sehr lebhaft und auch aggressiv. Wenn ihm etwas nicht gefiel, so nahm er kein Blatt vor den Mund.